Like dafür, dass du keine SK gezogen hast. Ja, danke. Hey, kann mir jemand helfen? Meine Frage ist, ob man sein ACC abgeben kann an IGG und das Geld zurückbekommt? Danke. Naja, grundsätzlich ist das so, wie du es sagst, nicht möglich, aber was möglich ist, dass du dich mit Google in Kontakt setzt, denn Google ist Herr über alles. Google ist der König der Welt. Nein, Google ist tatsächlich imstande, dir das Geld zurückzugeben, weil die ganzen Zahlungen über Google laufen, mehr oder weniger, wegen Google Mail und so weiter und so fort, Play Store, Google, bla, da kommt alles wieder zusammen, sofern du halt auf Android bist. Da bringt es dann schon, was du kannst, darüber Geld zurückbekommen. Allerdings sperrt IGG dann deinen Account. Das ist der Nachteil dabei. Welchen Emulator benutzt du? Schick mir den Download-Link. Danke. Ja, gerne. Schicke ich dir. Und ich schreibe auch alle Links, die ich benutze, an Emulatoren nun in diese Videobeschreibung. Hey Leon, willst du nochmal sowas machen? Dann würde ich meine Kisten am Sonntag auch mal aufheben. Gemeint sind damit übrigens die Kisten vom Festungskampf. Das heißt, ja, sehr gerne. Wann immer Festungskämpfe waren, schreibt mir sofort danach eine E-Mail. Das Ganze ist leider ja bei einigen dann immer von der Zeit her unterschiedlich, aber für uns alle ja eigentlich mehr oder weniger am gleichen Tag. Da gibt es dann auch wieder noch die englische Version, aber das ist ja jetzt gar nicht so weit verschoben mit den 7 Stunden. Sollte also funktionieren, wer Bock hat, dass ich die öffne, kann mir das gerne in der E-Mail schreiben. Ich versuche dann, so viele wie möglich zu berücksichtigen. Solltet ihr nach 24 Stunden sehen, die Kisten sind immer noch nicht geöffnet worden, dann öffnet ihr die selber. Spiel ist irgendwie cool, aber ich finde doof, dass man die Karten immer blind sehen muss, da die Rückseite Teile der Skillbeschreibung enthält. Diese Informationen nehme ich der Karte Buckliker. Sollte dem nicht so sein, ist das Spiel wirklich gut. Wäre außerdem nice, wenn du das nach ein paar Runden mal zum Download zur Verfügung stellst. Zum Download wird es die jetzt auch in der Videobeschreibung geben. Ich werde einfach mal alle Karten in einer RAR-Datei hochladen. Das heißt, am sinnvollsten wäre es, wenn ihr sie am PC runterladen würdet. Weiterhin, ja. Also das Ganze machen wir tatsächlich im Real Life so, dass wir eine Kiste haben, in der die ganzen Karten sind, ja, und dann greifst du da so rein, ohne hinzugucken und ziehst Karten. Das ist außerdem vorteilhaft, weil Karten, die bereits benutzt waren, würde man ja, wenn man einen Stapel von Karten hätte, wieder unten hinmachen, ne? Und wenn jemand so eine OP-Karte gerade hatte, die vielleicht nur zweimal in diesem Kartenspiel existiert, weil sie so krass ist, dann ist die Gefahr natürlich, dass, wenn es jemand hatte, du das erst in 500 Runden kriegst oder gar nicht mehr in diesem Spiel. Das heißt, wenn du das in so eine Kiste machst und das immer wieder durchgemischt wird, besteht für jeden gleichermaßen immer wieder die Chance, diese Karte zu ziehen. Finde ich persönlich besser, kann man aber, wenn man sich dieses Spiel dann selber bestellt oder ausdruckt, auch wieder anders entscheiden. Wie auch nicht merklich, Schlosskonflikt auf dem PC. Also die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Nutze einen Emulator und installiere auf diesem Emulator Castle Clash. Weiterhin musst du auf diesem Emulator, als wäre es ein neues Handy, die Gmail deines Castle Clash Account synchronisieren und dann startest du eben die App Castle Clash und gehst auf Account wechseln und wechselst von Standard zu deiner Gmail. Nimm mal keinen anderen mit außer Ted und dann versorge den richtig gut, so als Special. Aber die armen anderen Menschen. Ja, theoretisch ist das eine ganz witzige Idee. Kann man eigentlich wirklich machen? Das Ding dabei ist eben nur, dass ich glaube, wir können ja dann keine Expedition machen oder nur einmal. Einmal können wir die Bunkertür verschließen, danach ist das Schloss meistens geknackt. Man kann es versuchen. Leon. Hi. Leon. Hallo. Rest in peace, der suspekte Freizeitpark. Aber Leute, der ist doch nicht verloren. Allgemein ist es immer so, und das werde ich jetzt wahrscheinlich später noch bei anderen Fragen äußern, wenn ich ein Spiel spielen will, dann spiele ich es. Wenn ich richtig Bock drauf habe, dann habe ich auch viel mehr Freude bei der Aufnahme. Es macht keinen Sinn, etwas zu spielen, was nur gewünscht wird. Deswegen gibt es auch nicht wirklich regelmäßig sowas wie CSGO oder so. Auf Castle Clash habe ich tatsächlich fast jeden Tag Bock. Und deswegen kommt das am allerhäufigsten. Allerdings ist es halt so, ich will nichts machen, was ich gar nicht will. Wie schickt man den Account? Also, du meinst damit höchstwahrscheinlich, dass ich auf deinen Castle Clash Account zugreifen kann. Dafür benötige ich die Gmail-Adresse und das Passwort dieser Gmail-Adresse, auf der Account von dir synchronisiert worden ist. Mit anderen Worten, du schickst mir eine E-Mail mit den Zugangsdaten. Leon, hast du dir schon mal vorgestellt, was du dir alles kaufen könntest von dem, was du verrollt hast? Es sind einfach 20.000 Euro. Oh, ja, habe ich. Und ganz ehrlich, ich habe schon oft gesagt, Leute, wenn ihr mal vorhabt, Gems zu rollen. Rollt die Gems nicht. Schickt mir das Geld per PayPal und ich kaufe mir irgendwann einen Wohnwagen davon. Wann machst du denn wieder eine The Forest-Folge?
Ja, wie ich vorhin sagte, ich mache das immer dann, wenn ich Bock aufs Game habe. Und das kommt dann auch viel authentischer rüber, weil ich dann mit ganzer Freude dabei bin, Leute. Jetzt wird The Forest gezockt, ja. Oder so ähnlich. Tja, das war's mit der Kommentare-Kommentationsfolge. Ich danke euch sehr für eure Fragen und Aussagen. Wer Bock hat, selber mal in so einem Video vorzukommen, der darf sehr gerne auch hier wieder einen Kommentar lassen. Ich versuche, das regelmäßiger zu machen und versuche, auch immer die wichtigsten Fragen zu nehmen. Das heißt, Dinge, die tatsächlich relevant sind. Leon. Andererseits kommen aber halt auch mal so witzige Sachen zwischendurch, die ich witzig finde. Gut, wir sehen uns dann. Bis dahin. Let's touch.